Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Sonntags-Vlog Gehirnkotz-Video. War das jetzt ein guter Anfang? Nee. Leute, ich habe ein paar Themen aufgeschrieben, die ich heute wieder mit euch abarbeiten muss. Ich hoffe, euch interessiert es überhaupt. Ich fange einfach mal direkt an. Also ich möchte euch jetzt hiermit mal auf den neuesten Stand halten meiner Hardware, die ich mir hier besorgen möchte. Und zwar geht es jetzt um meinen zweiten Bildschirm. Ich werde, wie es aussieht, diese kommende Woche meinen zweiten Bildschirm bekommen. Allerdings werde ich euch noch nicht sagen, was es für einer ist. Ich werde euch erst alles erklären, sobald ich mein ganzes Equipment habe. Das mache ich aus diesem Grund, weil, wenn ich euch jetzt erzähle, was ich mir alles holen möchte, wird hundertprozentig irgendjemand schreiben: Nein, Robby, hol dir das nicht! Hol dir lieber das andere! Ich habe was viel Besseres gesehen! Glaub mir, du machst den größten Fehler deines Lebens! Leute, das will ich aber nicht. Ich will mir genau das Zeug holen, das ich haben möchte, und sobald jemand was dazu schreibt, was ich mir lieber stattdessen holen soll, wird mich das wahrscheinlich nur verunsichern und ich weiß dann nicht mehr genau, was ich mir holen soll. Ihr könnt euch da ruhig beruhigt fühlen, wenn ich euch sage, dass ich mich über die Dinge, die ich mir bestelle und kaufe, gut informiert habe. Also von daher mache ich mir da jetzt mal keine große Sorgen. Wie gesagt, die kommende Woche jetzt, wie es aussieht, werde ich meinen zweiten Bildschirm bekommen. Danach wird es eine Game Capture sein, die ich mir holen werde, und danach noch ein Großmembranmikrofon. Das wird alles so etappenweise passieren, weil ich kann mir das alles auf einmal einfach nicht leisten. Dafür bin ich einfach viel zu arm. Aber da ich Schwabe bin, tue ich mich im Sparen nicht so schwer. Ne, das ist eigentlich echt gelogen. Eigentlich will ich immer alles gleich haben. Das ist dann vielleicht doch der Amerikaner in mir. Wie gesagt, Leute, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Als nächstes kommt dann mein Game Capture, weil ich möchte meine PS4 hier anschließen und meine ganzen Konsolen, damit ich einfach noch mehr Spiele mit euch spielen kann, die vielleicht auch Exklusivtitel sind oder sowas. Zum Beispiel hätte ich voll Bock auf The Last of Us oder, ihr wisst schon, Metal Gear Solid oder sowas. Ich fände sowas halt voll geil. Das sind halt echt die Spiele, die ich total gerne spiele. Wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden. Dann wurde ich in den Kommentaren gefragt: Hey Robby, wie sieht's aus? Wieso machst du nicht 2 bis 3 Videos am Tag? Das wäre voll geil. Da muss ich dir recht geben. Geil fände ich es auch wirklich, ich würde es auch wirklich sehr gerne machen, nur mir fehlt einfach absolut die Zeit dazu. Also ich muss euch sagen, ihr wisst es wahrscheinlich, ich habe es auch schon mehrfach erklärt, ich gehe einfach arbeiten. Ja, das heißt, ich muss morgens um 6 Uhr aufstehen und bin dann abends um halb 6 Uhr ist das überhaupt, nee. Und bin dann ungefähr abends um 5:30 zu Hause. Dann müsst ihr euch einfach vorstellen, dass ich das Video, das ich im Vortag gemacht habe, hochladen muss. Währenddessen muss ich dann ein anderes Video drehen, und das ist nicht so, dass ich ein Video drehe und es ist dann auf YouTube, ja. Ich muss es mir nochmal selber angucken, ich muss es schneiden, ich muss dann noch vielleicht mit irgendwelchen technischen Fehlern kämpfen, weil irgendwas nicht richtig aufgenommen hat oder sowas, dann muss ich das nochmal aufnehmen, dann muss ich es schneiden, wie gesagt, ein bisschen bearbeiten, rendern, und es dauert halt alles seine Zeit, ja, also ein Spiel habe ich nicht in 10 Minuten gerendert, es dauert halt dann nochmal eine Stunde oder sowas, bis es fertig gerendert ist. Dann muss ich es auf YouTube hochladen und dann muss ich... Also das ist wirklich nicht so wenig, wie es vielleicht aussieht oder so. Also es können vielleicht wahrscheinlich nur Leute verstehen, die selber viele Videos produzieren oder die sowas damit irgendwie zu tun haben, sag ich mal. Dazu kommt ja auch noch, dass für die von euch, die es nicht wissen, dass das da hier nicht mein einziger Channel ist. Ich habe ja auch noch einen anderen Channel, den ich betreibe, für den eigentlich morgen auch ein Video kommen müsste. Ich habe heute zum Beispiel den ganzen Tag mit Skripte schreiben wieder verbracht. Ich habe jetzt schon 4 Videos vorgeskriptet oder sowas, konnte heute aber noch nichts drehen, das heißt, da wird morgen kein Video kommen. Das ist halt sowas, ey, Kamera, bleib scharf, oder ich rasch aus. Das sind einfach so Sachen, mit denen ich mich rumschlagen muss. Würde ich jetzt dieses alles mit meiner Arbeit und sowas nicht haben, dass ich jetzt arbeiten gehen müsste oder sowas wie jeder normale Mensch, sag ich mal, dann hätte ich das Problem. Dann hätte ich viel mehr Zeit dafür und ich würde es wahrscheinlich auch machen. Aber so ist Leben, Leute. Ich muss halt irgendwie gucken, dass ich meine Miete bezahlen kann. Sollte es also irgendwann mal so sein, dass ich meine Miete von meinem YouTube-Zeug hier bezahlen kann und sowas, dann werde ich das machen. Ey, wie findet ihr eigentlich mein Poster? Das habe ich mir vor ein paar Tagen hier aufgehängt, weil das ist ja hier so ein bisschen Let's Player Flair und sowas. Da dachte ich mir, ich hänge mir mein Battlefield 4 Poster auf, das ich von der Gamescom habe. Ich habe auch noch ein Titanfall Poster gehabt, aber... Ey, Kamera, was ist denn los mit dir? Reiß dich jetzt mal zusammen, Mann! Ich habe auch noch ein Titanfall Poster, aber das hat hier irgendwie nicht so gut hingepasst, finde ich. Ist auch nicht Geschmackssache. Leute, dann wurde ich noch gefragt, wie es eigentlich mit Twitch aussieht, ob ich da vielleicht mal irgendwie einen Livestream machen will oder sowas. Die Antwort ist ja, das werde ich definitiv machen. Allerdings werde ich damit noch ein bisschen warten, bis meine Zuschauer ein bisschen sich vermehrt haben, sag ich mal. Ich denke einfach, da lohnt sich der ganze Aufwand vielleicht noch ein bisschen mehr. Und da ich bald einen zweiten Bildschirm habe und ich dann da vielleicht auch meine Kommentare sehen kann und sowas, also jetzt nicht nur wegen Twitch, sondern auch noch wegen meinem Hangout vielleicht auf YouTube, wird sich das auf jeden Fall anbieten. Also ich werde es definitiv noch machen, sobald wir ein bisschen mehr sind. Außerdem, wenn wir schon beim Thema sind, hatte ich da mir was überlegt, und zwar, dass ich eventuell, ich weiß nur noch nicht wann, genau, einen 24-Stunden-Livestream machen möchte. 24 Stunden vor der Kamera,
Ich spiele irgendwas, ich weiß ja nicht genau was, unterhalte mich mit euch. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das durchhalte. Vielleicht schlafe ich auch einfach vor der Kamera ein, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall stelle ich mir das relativ witzig vor. Wie gesagt, sobald wir ein bisschen mehr sind, werde ich sowas auf jeden Fall machen. Also die ganzen Projekte und sowas, die sind schon in meinem Kopf und spuken da ein bisschen rum. Gab es noch was zu bereden? Dann, liebe Freunde, habe ich per Privatnachricht total viele Handynummern von euch plötzlich bekommen, weil ihr anscheinend wollt, dass ich dieses Handyspiel mit euch mache oder dieses Telefon-Prank-Spiel. Die Idee finde ich auch ganz geil. Allerdings werde ich das nochmal offiziell ankündigen. Also bitte schickt mir jetzt nicht eure Handynummern und bitte, bitte, bitte schreibt nicht eure Nummern in die Kommentare rein, liebe Freunde. Denn ihr wisst nicht, was für Leute eure Handynummer sich dann aufschreiben und euch dann anrufen und euch dann verarschen, weil ich bin es dann wahrscheinlich nicht. Also bitte, wenn es soweit sein sollte, werde ich es euch nochmal ganz offiziell in einem Video sagen, aber schickt mir bitte keine Nachricht mit euren Handynummern. Bitte, bitte nicht. Da die Idee aber jetzt schon so gut ankommt, werde ich dieses Spiel auf jeden Fall noch mit euch machen. Nur wann das sein wird und alles, werde ich euch nochmal ganz offiziell sagen. Leute, Leute, ihr macht mich fertig. Ich war übrigens gestern im Kino, ich habe The Guardians of the Galaxy angeguckt. Ich werde euch jetzt hier nicht voll spoilern oder sowas. Aber wenn ihr einen geilen Film sehen wollt, dann zieht euch den rein. Ich und meine Freunde, ja, ich habe Freunde. Ich und meine Freunde, wir haben uns auf jeden Fall echt einen Arsch abgelacht. Das sind so richtig geile Gags drin, ohne Scheiß. Das ist so total YouTuber-freundlich irgendwie, weil so eine Art von Humor findet man eigentlich fast schon nur im Internet, finde ich. Also richtig, richtig geil geworden. Ist echt meine Empfehlung. Ich werde es mir wahrscheinlich auch auf Blu-ray kaufen, sobald es rauskommt. Generell kommt dieses Jahr irgendwie jetzt voll viele geile Filme rein, die ich angucken will. Sin City 2, Tribute von Panem, Der Hobbit, Teenage Mutant Ninja Turtles. Also dieses Jahr kommen echt noch ein paar Filme, die ich mir unbedingt reinziehen muss. So Leute, und zum grünen Abschluss möchte ich euch noch sagen, dass ich mal wieder mein Postfach abgecheckt habe. Und da hatte ich eine Postkarte drin, und zwar die hier, Insel Fehmarn, und zwar ist es von der lieben Lena. Lena, ich weiß jetzt nicht, ob ich es vorlesen darf, da steht jetzt nicht allzu viel Privates drin, deswegen werde ich es euch mal kurz vorlesen, okay? Ich habe gesagt, ich mache das, wenn ihr euch die Mühe macht, dann mache ich das. Hallo, Herr supergeiler Typ. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das wisst, aber auf einem anderen Channel benutze ich meinen Nachnamen immer als supergeiler Typ. Nur für die Insider von. Ich lese jetzt einfach weiter. Endlich schaffe ich es dir, wenn auch nur eine Karte aus dem Urlaub, etwas zu schreiben. Vielleicht erinnerst du dich an mich. @lenahoranlove1d auf Twitter hast mir ein paar Mal geantwortet. Ich wünsche dir noch viele Ideen für deine Videos und viel Sonne im geliebten Schwabeländle. Deine Lena. Vielen Dank, liebe Lena. Ich habe mich mega drüber gefreut. Leute, für euch, die mir auch irgendwas schicken wollen oder eine Postkarte senden möchten, wie die liebe Lena, hier zeige ich euch nochmal die Postfachadresse. Das hat also sehr gut geklappt. Liebe Lena, vielen Dank, ich habe mich wirklich mega gefreut. Immer weiter damit! Immer her mit dem Zeug! Leute, das war's auch schon wieder mit meinem Sonntags-Vlog-Gehirnkotze-Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich mega über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir in die Kommentare, über was ihr vielleicht mit mir als nächstes sprechen wollt, beziehungsweise über was ich als meinen nächsten Vlog machen soll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon morgen beim nächsten Let's Play. Ich freue mich auf euch und ich hoffe, ihr freut euch auch. Bis zum nächsten Video. Tschüssle mit Küssle. Fats.